Yeah, Action Gam, Action Power. Stirb einfach, böse Druide. Voll die Action-Mucke hier. Und eine weitere Feder, super. Wie viel sind das noch? Ah, da ist auch noch einer. Ha, ich bin einem Pfeil geschickt ausgewichen, weil ich einfach gut bin. Na, so sieht's nämlich aus. So, Moment. Oh, die Wille da. Hab Dank für unsere Rettung, edle Ritterin. Bitte kommt herein. Ja, natürlich, gerne. Hm, ihr seid um ein Vielfaches jünger als die anderen Ritter, die hier vorbeizogen. Sie sind bereits zum Tempel aufgebrochen, einem der letzten Orte, wo noch immer Feenklee wächst. Aber ich fürchte, ihre Ungeduld wird ihnen im Wege stehen bei der Aktivierung der magischen Steine, die den Eingang behütet. Man muss Acht geben und den Tönen präzise lauschen, nicht dreschen wie ein Flegel. Solltet ihr dorthin wollen, dann seid auf der Hut vor den von uns abtrünnigen Druiden. Sie dienen nun dem gefürchteten dunklen Hexer. Aktualisiert! Sehr schön, jetzt sind wir im Druidendorf. Feenklee, den findet man nur im Ruinentempel. Ja, das ist toll. Oh. Möchte ich mit dir reden? Diese Druiden riechen wie altes Moos. Möchte dir ein Lied hören? Ja, komm, sing ein Lied für mich. Oh, Feenklee, wertvoll und stark zugleich, einst überall blühend im ganzen Reich. Deinen Duft trug der Wind dann überall umher. Nun beschütze dich voller Mut ein Druidenheer. Denn nur noch im Tempel wächst deine Pracht. Drum Diebe und Plünderer, gib besser Acht. Achso. Nein, kein Lied. Ah, so ein schönes Lied. Das kann ich nicht lesen, okay. Haben wir hier irgendeinen Tisch, den wir vielleicht verschieben können, um in ein Loch runterzufallen? Ja, das ist jetzt mein neuester Spaß, in Löcher runterzufallen. So, und irgendwer müssen wir ja auch so einen Brief geben. Willst du einen Brief? Die Prophezeiung tritt ein. Wir sind verdammt versagen. Verdammt, sag ich. Oh mein Gott. So, was haben wir hier? Ja, toll, das war mal ein Schild. Sorry. Ah, willst du mir was verkaufen? 100. Nein, danke, Moment, wir gucken zuerst mal, was das hier. Hier. 250. Ja, komm, nehmen wir. Weil dann haben wir nämlich jetzt voll. 50 Gramm Silber. Alter, das ist alles ziemlich teuer. Also was ist das? Das ist ein Shop. Jetzt mache ich das schon wieder kaputt. Ich wollte doch nur das blöde Schild lesen. Ja, leider ist Lesen und Schlagen am selben Knopf. Warum passiert mir das regelmäßig, dass ich Dinge versehentlich kaputt haue? Wir haben letztens ein lautes Bumm aus dem Tempel vernommen. Das ist nicht schön. Oh, schön, ein weiterer Magiekristall. Sehe ich eigentlich irgendwo, wie viel ich von denen schon habe? Nee. Ist die Leiste jetzt schon überhaupt länger geworden? Oder ist es jetzt nur effizienter? Ich weiß ja nicht. Das ist eine gute Frage. Hm. Noch nie einen Greif gesehen. Aus dem Grund, weil sie hoch über den Wolken fliegen. Ihre Federn fallen herab und bleiben auf anderen Kreaturen hängen. Die Prophezeiung tritt ein. Wir sind verdammt, sage ich. Ja, toll. Warum? Ich wollte eigentlich nur... Eine Wiederbelebungsblume. Man sagt, sie stellt die Lebensenergie des Besitzers wieder her, wenn er dem Tode nahe ist. Ja, das ist schön. Wo ist die jetzt? Achso, die ist jetzt da als Dingens-Item, okay? Ja. Während ich die Kiste geöffnet habe, habe ich auch mit denen gesprochen. Das ist ja echt eine interessante Mechanik, dass das geht. Also während ich ihn ausgeraubt habe, hat er noch mit mir gesprochen. Ihr müsst ja tapfer sein, um überhaupt zu erwägen, im Tempel nach Feenklee zu suchen. Natürlich bin ich tapfer. Was denkst du? Wer bist du? Für mich? Ich hoffe, es ist nicht noch ein Brief von dem Spinner, den ich der wippenden Blume kennengelernt habe. Wo hat er nochmal gearbeitet? Im Postamt? Er schickt mir ständig Padalinen. Die romantischste Blume überhaupt. Ich hoffe, der hier kommt von einem süßen Ritter. Danke. Ja, jetzt haben wir den nächsten Brief abgegeben. Das ist schön. Gucken wir, ob wir irgendwas kaputt hauen können im Haus. Nee, gut. Bin durch den Durchgang gegangen, also jetzt werde ich 1000 Jahre Glück haben. So, was haben wir hier noch Schönes? Ach, toll. Noch nie einen Greif... Ah, die quatschen alle dasselbe. Ihr habt uns vor dem Angriff gerettet, vielen Dank. Ja, gerne, ich zerstöre dafür die Krüge. Hier ist eh okay, oder? Ja, natürlich, zerstöre ruhig. Und eure Kisten öffne ich auch. Was ist das? Ein Blütengeist. Diese mächtigen Wesen helfen demjenigen, der sie freilässt.
War es ein gruseliger Geist? Opa, hatte er rote Augen und spuckte er Feuer oder so? Quasi. Er hatte große Flügel und Fühler auf seinem Kopf. Ja, das ist ein böses, böses Ding. So, was bist du? Ich suche den ganzen Tag nach verschollenen Artefakten, obwohl ich eigentlich nur eine Schüssel Pilzsuppe möchte. Ich tausche die Schüssel Pilzsuppe gegen dieses wertvolle Artefakt, das ich letztes gefunden habe. Deal? Ja, ich habe leider keine Schüssel Pilzsuppe. Leider, leider, leider. Ist das jetzt auch so ein Tauschquesting oder was? Wie cool. So, haben wir jetzt eh schon das ganze Dorf gesehen oder wie oder was oder wo? Mal schön Gras abmähen. So, da waren wir noch nicht drin. Oh, oh, wow. Schön viel Geld. Super. Ihr habt uns vor dem Angriff gerettet. Das haben zwar meine Kollegen auch schon gesagt, aber ist egal. Ah, noch so eine Schriftrolle. Super. Die Druiden in Golems Zuflucht sind sehr freundlich. Naja, bis auf den Druiden Ältesten. Er mag einfach keine Außenseite. Die anderen haben mich eingeladen, zurückzukehren und ihre Magie zu studieren. Ich habe ja gesagt, aber nur wenn sie mir beibringen, mir mein eigenes Felsenhaustier zu machen. Ich müsste es nie füttern oder ihm hinterherräumen. Uhu. Ja, Felsenhaustier ist, hört sich interessant an. Ich will nicht mit dir reden, ich will nur dein... Okay, ich kann deine Stühle nicht kaputt hauen. Ich verstehe es immer noch nicht, warum das in Stühlen hier Gold drin ist, aber gut, es ist halt so. Es gibt Dinge, die muss man nicht verstehen. Oder? So, waren wir da jetzt schon drin? Nicht, oder? Nein. Hallo, du? Und diejenige, denen die Geduld fehlt, werden es nie in den Tempel hineinschaffen. Höre die Geschichte eines faulen Druiden und seines beschämenden Niedergangs. Während seine Freunde ihre Magie probten, natürlich um junge Mädels zu beeindrucken, ne? Verbrachte er seine Zeit damit, Beeren zu essen und Tee zu trinken. Aus Neid, dass alle einen Seelenverwandten gefunden hatten, außer ihm, nahm der Druide sodann einen alten Folianten und lernte damit, einen alles und jeden zermalmenden Golem zu kreieren. Stattdessen verliebte er sich in den Golem und gebot ihm, für immer mit ihm im Gras herumzuliegen. Eine Zeit lang war der Druide glücklich, bis der Golem ihn versehentlich überrollte und ihn zerquetschte. Die Moral von der Geschichte, magische Felswesen datet man nicht. Okay, ja, ich merk's mir. Oh, juhu, noch so ein Heiltrank, sehr schön. Von denen habe ich jetzt aber schon viel. Drei schon, oder? Ja, wow. Mein Inventar füllt sich schon langsam. So, dann schauen wir mal, wo wir noch nicht so waren. Dieses Gras abmähen ist so verlockend. Aber ich kann nicht die ganze Zeit Gras abmähen. So, da rechts waren wir auf jeden Fall noch nicht. So, da nach oben gehen wir auch noch nicht. Jetzt gucken wir uns erstmal da nach unten. Ah ja. Kann ich das jetzt schieben? Ah, jetzt kann ich das. Okay. Schieben wir das darüber. Das schieben wir darüber, dann kommen wir da jetzt runter, oder wie, oder was? Das ist ja toll. Bleibt das auch so, oder wie? Ich kann auch da runterspringen. Hey! Ah, da ist der Fährmann, okay. Also ich hätte da sowieso rein müssen, verstehe. So, na gut. Dann gucken wir eben nochmal nach oben. Ah, ein Goldstück. Großes Feld. Okay. Oh, oh mein Gott, wer ist denn das? Wow. Oh oh. Muss ich Angst haben vor diesen bösen Zwergen? Ich bin mir ja nicht sicher. Autsch. Oh nein. Na toll, jetzt ist meine Steuerung verdreht. Hilfe, ich kenne mich nicht mehr aus. Das ist wieder gut. Die wollen mich doch nur verwirren. Das schafft er nicht. Mit mir nicht. Also wenn ich schlage, na toll, wenn ich schlage, dann habe ich komischen Rückstoß. Ah, Moment. Ja. Ta-da-da-da-da-da-da. Oh, okay. Ach Gott. Gut, ich glaube, da
Brauchen wir noch irgendwas, womit wir das dann weiter... Ja, da brauchen wir Pfeile. Ah nee, ich hab ihn kaputt gehauen. Aber das ist nur ein Schalter, den wir sowieso ohne Pfeile wieder nicht erreichen. Ja. Bringt mir noch nichts. Ich brauche unbedingt Pfeile. Ich habe keine Ahnung, ob das, was ich hier jetzt mache, überhaupt gut ist und richtig ist. Ach, was ist denn das Süßes? Das ist ein Steinwesen. Und die kann ich offensichtlich nur mit Bomben kaputt hauen. Ja, ist okay. So, ich will nicht da jetzt rein. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich müsste da hoch. Ich will da noch nicht hoch. Oh, was ist denn das? Oh nein, das ist ein alter Baum. Stirb, alter Baum. Wie viel hält der bitte aus? Stirb einfach. Alter. Wow. Ah, jetzt ist er brav. Hallo, ich hab dich geheilt. Willst du nicht mit mir sprechen? Ich will offensichtlich nicht. Okay. Da ist wieder so ein Knopf. So ein G-Knopf. Ich habe keine Ahnung, was die bringen. Alles magisch hier. Da ist auch ein G-Knopf. Da ist wieder so ein Steinvieh. Oh, zwei Federn. In einem Steinvieh Federn. Okay. Ja, warum auch nicht. Noch so viele Steinviehe. So, komm, alle zerstören. So. Das Gute ist, dass mir ja prinzipiell Energie egal ist. Aber ich muss mir angewöhnen, ich muss die Gegner ja nicht alle kaputt hauen. Das ist nur so eine blöde Angewohnheit. Warum bekomme ich eigentlich von den Steinviehern Federn? Das verstehe ich nicht ganz. Ah ja. Oh, ich habe ein Achievement freigeschaltet. Fräulein Mähdresche. Ja, toll. Warum bin ich jetzt eigentlich auf... Nein, ich habe keine... Ach Gott, ich habe nicht mehr genügend Energie für Bomben. Ja, toll. Ich will da ehrlich gesagt eh noch nicht rein. Ich will mich zuerst noch ein bisschen umsehen hier. In diese wunderschöne Gegend. Einmal und zweimal. Das sind tolle Portale auch. Keine Ahnung, was die genau bringen. Ah, da hinten ist ein Loch. Komm, da gehen wir. Löcher. Oh, oh nein, Spinnen. Das Hilfe, es sind Spinnen. Hallo? Schnell rein da. Ah ja. Wer bist du? Mensch, bin ich froh, dass ihr hier seid. Ich war hier am Graben nach Druiden-Artefakten, als meine Schaufel runterfiel. Lust, mir beim Suchen zu helfen, junge Ritterin? Schauen wir mal. Ich möchte ehrlich gesagt nur hier rüber, um, ja, hier die Kiste abzustauben. Ah ja, guck mal, die Schaufel ist in eine Kiste gefallen. Eine Schaufel. Nun konnte Lily nach vergrabenen Schätzen suchen. Sie ist eine Ritterin mit einer Schaufel. Das fetzt. Warte, das verstehe ich nicht. Ja, ich auch nicht. So. Guck mal, ich habe deine Schaufel gefunden. Oh, sie ist ganz in Mitleidenschaft gezogen. Behalte sie ruhig. Ich nehme die andere, von der ich ganz vergessen habe, dass ich sie dabei habe. Ach Gott, bist du doof. Ja, weißt du was? Schild nehmen wir eh nie hier, weil ich glaube, jetzt könnte ich eigentlich statt dem... Ja. Statt dem Schild könnte ich jetzt eigentlich die Schaufel nehmen. Ja. Das dauert voll lange. Oh mein Gott, das kann ich nicht oft machen. Aber ich vermute mal, dass ich mit der Schaufel jetzt solche Flecken einfach aufschaufeln kann, oder? Ja toll, die gräbt natürlich genau nach unten. Alter, töte es einfach, das Vieh. Ja. Ich wollte es so machen. Ja, okay, gut. Schwarze Flecken immer schön ausgraben. Das ist wie Kisten. Wow, ganz viel Gold, ganz viel... Oh, ich bin fast kurz gerade. Vielleicht wird es mal Zeit, dass ich doch mal so einen Trank ausprobiere. Blub, 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 blub. Okay. Heilt mich ganz. Und ich muss vielleicht... Soll mir vielleicht merken, dass ich auf Start drücken soll für... Nicht auf dauernd auf Select, weil Select ist eigentlich Karte. Ja, ich bin bei solchen Spielen... Ich nehme selten die Schaufel her. Das Schild, meinte ich. Was ist da schon wieder so ein Loch? Wie sollte ich denn noch ausgraben mit meiner Schaufel? Ich werde ja reich. So viel Gold. Oh mein Gott, so viel Gold.
Ah, was haben wir hier noch Tolles? Außer da oben schon wieder so ein Schaufelausgrabeplatz. Was es mit dem bösen Baum auf sich hat, weiß ich immer noch nicht. Da kommen wir wahrscheinlich wieder ins Dorf, oder? Ja. Ah, wobei, Moment, da waren wir noch nicht drinnen. Seid ihr hier, um mir zu helfen? Ich fertige Pfeile für die Ritter der Rose. Die feinsten Pfeile im Land. Aus Greifenfedern gemacht. Leider hat meine dunkle Magie diese Ländereien bedrohlich. Leider hat eine dunkle Magie, nicht meine, sondern eine, diese Länder bedrohlich gemacht. Aber ihr seht tapfer aus, Mädchen. Sammelt Federn für mich und ich teile mein Profit mit euch. Ich brauche mindestens 20 Federn pro Lieferung. Pro Lieferung. Ja gut, das schaffen wir. Aber dafür müssen wir leider deine Krüge kaputt machen. Okay. Ja, dann runter da. Ui. Und dann auch alles kaputt hauen. Da natürlich auch alles kaputt hauen. Ich komme an diesem Baum nicht vorbei. Ich will da runter springen. Warum kann ich hier jetzt... Ach, schon springen zumindest hier runter, ja. Moment, ich muss hier hoch, ja. So. Müssen mal einfach schauen, dass wir schön vorankommen. Oh, grüne. Was ist da los? Was? Ja? Dies ist der Herrscher der Baumgeister, die in Golems Zuflucht leben. Ich geh da durch. Wir konnten nur den Baumlord beschützen, als der Hexe hier einfiel. Moment, ich habe hier, glaube ich, was zu graben. Jo, Gold! Ganz viel Gold. Hallo, junge Ritterin der Rose. Wir Baumgeister waren schon lange hier, bevor das Königreich sich entwickelte. Aber nun sind unsere Tage gezählt, dank dem boshaften Außenseiter und seiner dunklen Magie. Sein Fluch, der auf diesen Landen lastet, hat 10 meiner Baumgeschwister befallen. Befreit sie von seinem kalten Griff und ich werde euch belohnen. Wenn nicht, fürchte ich, dass die Zeit der Baumgeister ihr jähes Ende finden wird. Wackere drin, ihr müsst noch 9 Baumgeister befreien. Ach so, ist das okay. Ja, ich habe schon einen befreit. Wir müssen da noch irgendwo. Und da offensichtlich nicht. Ja, ich kann ja nicht alle... Den habe ich schon befreit. Okay, das war also einer der... Ich verstehe. Schnell durch da. Oh mein Gott. Hilfe. Stirb. Böses Vieh. Oh nein, viele Spinnen. Hallo, Hilfe, Hilfe, Hilfe. So. Was wäre das? Seltsames Geräusch. Achso, das ist das Wegteleportieren dieser Viecher, das seltsame Geräusch. Okay. Ich töte euch alle. Oh, was ist hier? Ah, cool. Moment, nicht kaputt an das Schild. Geschlossen! Schon wieder geschlossen. Warum sind die alle geschlossen? Muss ich leider euer ganzes Inventar kaputt machen, das hilft nichts. So, Bombe. Nein, verdammt. Ich schmeiße einfach immer zu viel. Weil das immer noch suspekt ist, diese Physik beim Bombenwerfen. So, und hier können wir überall rein. Okay, hier nicht mehr. Ah. Wieder ein schöner Sumpf. Ein Wasserfall, ich kann... Ja, natürlich kann ich in den Wasserfall rein. Das ist... Was? Ja. Ist doch einfach. Komm, jetzt geh auf. Aber wie lange willst du das noch machen?
da, 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 einmal, zweimal und da. Ach komm! So, komm, geh auf, Alter! Zack, 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 zack. Ah, sehr gut. Ach, Gott sei Dank. Jetzt dachte ich mir schon, der startet jetzt nochmal die Runde.